Herzlich willkommen zu unserem vierten und somit auch letzten Adventspodcast. Heute dabei sind Moritz, Shannon und Henrike. Falls ihr die anderen drei Folgen noch nicht gehört haben solltet, laden wir sie auch herzlich zu diesen ein. Wir lesen nun ein Weihnachtsgedicht von Silvia Müller vor. Der Titel des Gedichts lautet Leise Weihnacht. Die Nacht sich senkt nun nieder, all die Tiere begeben sich zur Ruhe. Es verstummt ihre frohen Lieder, sie machen nun die Äuglein zu. Auch wir Menschen gehen nach Haus. Sanfte Ruhe weit und breit, die Hektik macht nun endlich Pause. Ja, es ist jetzt Weihnachtszeit. Schnee fällt auf die weiten Erden, Decken weiß nun alles zu. Weiße Weihnacht wird es werden, die Stille genießt nun auch du. Schön erstrahlen nun die Kerzen an dem wohl schönsten Baum der Welt. Öffnet weit jetzt eure Herzen, für Liebe braucht man ja kein Geld. Doch denke still auch an die Armen, an die Kinder groß und klein, beweise ihnen dein Erbarmen, denn wird für sie auch Weihnachten sein. Oh, eben in dem Gedicht, als die Strophe mit dem Weihnachtsbaum kam, ist mir aufgefallen, dass es bei uns so richtig weihnachtlich wird, wenn der Baum steht. Der steht frühestens ab dem 20., naja, vielleicht auch etwas später. Und der Weihnachtsbaum sorgt auch erstmal für ein bisschen Trubel, denn wir müssen ihn ja aufstellen und eigentlich fängt er schon beim Aussuchen an. Dann muss er noch in die richtige Richtung gedreht werden, damit er ja schön von vorne aussieht und vielleicht die etwas nicht so schönere oder leerere Stelle nach hinten steht. Und dann, naja, dann kommt der Kampf mit der Lichterkette, wie in jedem Jahr. Ich hoffe dieses Jahr ja ein bisschen auf elektrische Kerzen zum Anklippen ohne Kette dazwischen, also mit Akku. Naja, aber sobald der Baum dann geschmückt ist, dann sieht es so richtig nach Weihnachten bei uns im Wohnzimmer aus. Es kehrt Ruhe ein. Wir bewundern den Baum. Sag mal, Moritz, was ist denn bei euch so eine Tradition? Gibt es da vielleicht etwas? Schnee. Der Schnee gehört eigentlich zu Weihnachten auch dazu. Als wir noch Schnee hatten, okay, jetzt fühle ich mich, als wäre ich alt. Auf jeden Fall war es bei mir immer so, dass ich, wenn es Schnee gab, mich mit Freunden getroffen habe und wir zusammen gerodelt sind. Dies taten wir mehrere Stunden am Tag, über mehrere Tage hinweg in der gesamten Woche. Dann kamen wir wieder erschöpft zu Hause an. An Weihnachten verbringt man viel Zeit mit seiner Familie. Bei uns ist es so, alle haben gute Laune, dann trinken wir am Nachmittag gemeinsam Kaffee und essen Kekse. Danach machen wir Bescherung und am Abend treffen wir uns mit Verwandten und essen gemeinsam. Oh, an Heiligabend ist es bei uns oft stressig, zumindest am Morgen und bevor wir in die Kirche gehen. Da meine Schwester und ich teilweise in unterschiedlichen Chören gesungen haben oder in verschiedenen Gottesdiensten mitwirken durften, waren wir oft ein, zwei oder auch mal dreimal in der Kirche. Einmal am Nachmittag oder am frühen Abend und dann nochmal im 23 Uhr Gottesdienst. Die Mitternachtsmesse um 23 Uhr finde ich immer besonders schön und besinnlich, da die Kirche nur durch Kerzen erleuchtet ist. Diese wird mir dieses Jahr ganz besonders fehlen. Zwischen den Gottesdiensten essen wir oder machen Bescherung. Eine weitere Tradition sind die Geschenke. Jeder kennt es. Man kommt gerade als Kind vom Gottesdienst nach Hause und wartet darauf, die Geschenke zu öffnen. Es riecht lecker nach Keksen und anderen Leckereien und man freut sich, die Geschenke zu öffnen und zu verteilen. Noch eine weitere Weihnachtstradition von mir. Jedes Jahr vor dem ersten Advent backen wir einen Nachmittag lang zusammen mit meiner Oma, meiner Cousine, meinem Cousin und meiner Schwester Plätzchen für die ganze Familie. Wisst ihr, was für mich an Weihnachten auch immer schön ist? Weihnachtsfilme. Weihnachtsfilme mit der Familie schauen. Also von Michi aus Lönneberger über Pippi Langstrumpf, die drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder der kleine Lord, sowie auch Kevin allein zu Hause, ist irgendwie alles dabei. Von witzig bis tief melancholisch oder auch einfach Kinderfilme. Wobei ich ja zugeben muss, dass ich persönlich Weihnachtsfilme auch im September schon ganz gerne gucke. Zum Schluss möchte ich mit Ihnen und euch beten. Guter Gott, lass unsere Herzen in den letzten Tagen vor Weihnachten warm werden und schenke uns Besinnlichkeit. Lass uns in Erinnerungen schwelgen, Weihnachtstraditionen genießen und neue Erinnerungen schaffen. Wir bitten dich,
dass Menschen, die sich einsam fühlen, nicht alleine gelassen werden. Schenke ihnen Hoffnung und Freude. Lass uns gemeinsam die Bedeutung von Weihnachten neu entdecken und schenke uns dafür deinen Frieden. Amen. Wir möchten uns ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie unseren Podcast angehört haben und wir wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten. Auch für Heiligabend hat sich die evangelische Jugend in Düsern etwas einfallen lassen. Also bleibt gespannt. Wir wünschen euch einen schönen vierten Advent und frohe Weihnachten.